Unser Kehrwieder Übernormal 0 ist ein alkoholfreies IPA mit weniger als 0,5 Volumenprozent Alkohol, also genau zu sein 0,38 und 45 Bittereinheiten. Das Übernormal 0 war das erste alkoholfreie Kreativbier Deutschlands und ist inzwischen unsere bestverkaufte Sorte. Wir brauen es mit dunklem böhmischen Tannenmalz, ein Malz, was wirklich noch klassisch von Hand hergestellt wird. Dazu kommt noch ein Hauch Karamellmalz. Im Sudhaus verwenden wir ausschließlich die Hopfensorte Simcoe und wir stopfen das Bier im kalten Bereich im Lagerkeller nochmal mit Simcoe und Mosaik. Dieses Bier hat klassisch für ein IPA wunderbare kupferorangene Farbe. Schönen fetten weißen Schaum. Genau. Ist auch ein unfiltriertes Bier, wie alle unsere Biere. Dadurch hat so einen leichten, opalisierenden Schleier da drin. Und diese wunderbare Nase alleine schon, wie sich für ein IPA gehört. Ja, Ananasnoten, Zitrusnoten, Limette, bisschen Mango. Schön tropischer Obstkorb. Hauch von Karamellnoten dabei. Das gleiche halt eben auch schon direkt im Geschmack. Schöne Fruchtigkeit. Die Bittere ist gut ausbalanciert. Sie übernimmt das Bier nicht, so dominiert es nicht wie bei einem West Coast IPA, aber ist halt eben deutlich da. Balanciert sich dadurch relativ schön mit dem Körper des Bieres aus und hinterlässt also gerade im Abgang so dieses leicht Herbe, was zu einem IPA halt eben dazugehört, mit schönen Fruchtnoten. Halt eben einfach das erste Alkoholfreie, das man trinken kann, weil man will und nicht, weil man muss. Man kann es wunderbar auch in Verkostungsreihenfolgen zwischen normale Biere setzen. Das Bier wird halt, es hält nicht auf als ein alkoholfreies. Nochmal einen Schluck. Das Besondere beim Prozess vom Übernormal Null ist, dass wir hier eine Hefe verwenden, die den Malzzucker nicht vergären kann. Also quasi eine maltose-intolerante Hefe. Und dadurch können wir das Bier prinzipiell brauen, wie jedes normale andere Bier. Wir brauchen keinen besonderen Prozess, sondern die Hefe kann halt eben einfach den Zucker nicht vergären, hört dann irgendwann auf zu gären bei unter 0,5 Volumenprozent. Also alles, was in Deutschland weniger als 0,5 Volumenprozent Alkohol hat, gilt als alkoholfrei. Angegorene Banane, also eine schon schön braune Banane, hat fast schon 1% Alkohol, so als Info. Und dadurch hört das Bier von alleine da auf und wir können die Hefe halt eben noch für die Lagerung, für die Reifezeit verwenden. Und das ist unserer Meinung nach halt eben genau der Schlüssel dazu, warum das Bier halt eben nicht schmeckt wie ein alkoholfreies, wie man es sonst klassisch kennt, weil ihm nichts entzogen wurde oder es halt eben auch nicht gestoppt wurde, bevor es fertig war. Ja, das Einzige, was wir bei diesem Bier anders machen müssen als bei unseren sonstigen Bieren, dieses Bier pasteurisieren wir einfach aus Sicherheit, weil halt eben noch vergärbarer Zucker da ist. Und da wir uns natürlich in einer Brauerei bewegen, kann es natürlich theoretisch sein, dass da dann eine normale Hefe reinkommt und die würde sich natürlich freuen über den Zucker und würde anfangen zu gären und würde Alkohol bilden und Kohlensäure. Und beides wären definitiv nicht gut. Das ist ein super tolles Bier tatsächlich, was eigentlich, also eigentlich passt es in jede Situation. Es ist ein Bier, was man halt eben auch tatsächlich mittags trinken kann, während der Arbeit trinken kann. Und es ist halt eben kein Thema. Man wird halt eben nicht davon betrunken oder beeinträchtigt. Aber ansonsten ist es halt eben auch ein tolles Bier, was halt eben wie ein IPA zu würzigen Speisen passt. Beim Grillen kann man es halt eben super verwenden. Gerade wenn man vielleicht hinterher nochmal Auto fahren muss oder Radfahren, wie auch immer. Oder einfach noch arbeiten muss. Über Normal Null tatsächlich eins der besten alkoholfreien, wie man da oben sehen kann. European Beer Star in Gold und in Silber, 2 Jahre in Folge. Cheers.